Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhiggestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Lass mal lieber einen Leuchtstab nehmen, das ist, glaube ich, besser. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, die Fackel anzuzünden, aber die hat so ausgesehen, als würde sie gleich auf mich losgehen. Und die liebe Sarah, wir wissen noch viel zu wenig von ihr, darf jetzt auf gar keinen Fall den Löffel abgeben, so früh. Die Patientinnen haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. 90D war der von gerade eben mit den Augen. Der hat irgendwas mit Patrice am Laufen. Okay. Kiste mit Seilen können bewegt werden. Wo ist denn eine Kiste mit Seilen? Ah, natürlich hier. Trottel. Okay. Dann schieb doch mal irgendwo hin. Genau in diese Richtung. Wie wär's? Oh, lass los. Danke. So, dann hoch mit dir, Sarah. Bist ja noch eine recht junge Dame, die noch sehr sportlich ist. Und runter. What the fuck? Also, ich fühle mich jetzt wesentlich besser. Ist doch ganz klar, weil, okay, hier gibt es eine kleine Schiebestelle. Wir müssen ein bisschen was schieben. Sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall müssen wir schieben. Und zwar, hier ist ein Brett. Wir müssen einfach bloß da nach vorne schieben. Mein Gott, ist das easy. Ich dachte schon, es würde ein bisschen komplizierter werden. Nein, nicht wirklich. Kletter bitte hoch, danke. Ich weiß, du hast Angst. Habe ich auch. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du meine Befehle ausführen musst. Liebe Sarah. Okay, chill. Just chill. Es ist viel zu still. Es ist viel zu still. Ich mach das nicht wegen dem Licht, sondern nur wegen... Ach, das sind... Oh, Mann! Natürlich, da waren wir ja schon. Sondern ich knick immer bloß die Stäbe, um zu sehen, ob hier irgendwo Relikte sind. Ja, natürlich muss die Tür zugehen. Das ist doch ein Witz. Ein scheiß Witz ist das, Mann. Sehr gut, es wird gespeichert. Ich zünde mir jetzt eine Zigarette an, weil das Spiel killt mich sonst noch. Ich weiß, es ist nicht angenehm, aber wie gesagt, ich brauche das leider ab und zu zur Entspannung. Normalerweise macht man sowas auch nicht im Let's Play, aber nun gut. Jeder hat seine Bedürfnisse, ne? So, was haben wir denn hier? Ein Bild. Zwei Krankenschwestern anscheinend eine Leiche tragen. Oder eventuell einen lebenden Patienten. Ja, die Familie ist wichtig, da gebe ich dir recht, aber was hat das gerade mit meiner Situation zu tun?
Lieber Unbekannter. Nochmal was? Eindeutig irgendwie ein Auffanglager oder zumindest behelfsmäßige Unterkunft für Kranke. Ich hatte gerade Steps. So. Hier haben wir wieder. Inventar voll. Ich habe zu viele Signalfackeln. Oh Gott, jetzt wird es gleich wieder ganz dunkel. Ey, jedes Mal Schiss, wenn ich das mache. Kommt mir bekannt vor. So, nehmen wir das Ding mal. Die Patientin, Alter 7 Jahre, fürchtet sich nächtens vor einem Monster. Das kennen wir doch schon. Waren wir hier schon? Ist das hier wieder Erdgeschoss? Wo wir schon unterwegs waren. Gott, ey. Oh mein Gott. Nee. Nee, hier waren wir noch. Who the fuck ist der? Oh Gott. Oh mein Gott. Dr. Watkins empfahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasie zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Fuck. Scheiße, was ist hier los? Ich gehe keinen Meter weiter. Guck mal, wie sie zittert. Der linke Arm. Gut, Sarah. Ich zitter auch ein bisschen. Bloß, dass ich einfach ausmachen kann, wenn es mir zu viel wird. Du musst da jetzt durch. Was ist dein Problem? What the fuck? Scheiße, fick dich! Komm! Dumme Nutte, ey. Die soll sich nochmal hertrauen. Mein Gott, so aggro die Keule gleich, nur weil ich auf sie zugerannt bin. Okay, das machen wir nicht mehr. Wir laufen nicht mehr auf sie zu. Das ist keine gute Idee. Man kann sie so eindeutig nicht vertreiben. Sie wird uns einfach bloß töten. Oder zumindest Schaden zufügen. Ich weiß, dass du gleich umfallen wirst. Hier ist noch ein Relikt. Geschichte von New Kipling. Die puritanische Kirche von New Kipling hat verkündet, also, ja, zur Pflicht erhoben, wissen wir doch. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Du brauchst noch nicht so viel zittern, Sarah. Ich bin doch da. Ich habe zwar genauso viel Angst wie du, aber was soll's. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankam, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kam. Trotz des vielen Blutes waren keine der Verletzungen tief oder ernst zu nehmen. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen.
Hoffentlich können wir sie von ihrer inne vor ihre von ihren inneren Dämonen befreien. Nicht, wenn man sie in Isolationshaft steckt. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Mrs. Goodman nicht die einzige Person, die etwas... Ja, blablabla. Wo ist denn der Stoffbär? Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hat frühe Siedler in das Dorf gelockt. Nee, wir müssen jetzt nicht aufs Klo. Obwohl ich mir echt in die Hosen scheißen könnte. Greifst du gleich wieder an oder bist du bloß behindert? Scheiße. Jedes Mal Angst, wenn ich auf sie zulaufe. Ich weiß nicht, was sie dann nämlich macht. What the? Ja, what the fuck? Sprich es aus. Wo ist denn der Bär? Den Bär brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen das fucking Messer. Was kommt da? Hau ab, please. Ich will da nicht raus. Ich weiß nicht mal, wo das Siegel ist. Ich habe keine Ahnung, aber hier sieht doch mal gut aus. Ne, sieht's nicht, aber hier ist auf jeden Fall noch ein Relikt. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken. Ah, das kennen wir schon. Außer mir hat da unten niemand was zu suchen. Ja, wir wissen es. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange ich das höre. Könnt ihr knicken, Alter. Auch wenn ihr wollt, dass ich weitergehe. Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Safety first, ja. Safety first. Scheiße, ich bin so still. Fuck. Jetzt habe ich dann die Schnauze voll. Einfach weg. Da! Schon ist es wieder zu. Das dürfte mal speichern. Nicht laden, du sollst speichern. Liebes Daylight-Spiel. Du sollst ja nicht laden, du sollst auch bitte speichern. Ich will nicht, dass du wieder abkackst und ich kann wieder alles von vorne machen. Wie lange es lädt, aber auch. Wer ist da? Woher weißt du, wer ich bin? Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Na, das ist doch toll. Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zu zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Ja, whatever. Ein Virus, der zu zusammenhangslosen Gefasel führt, ja gut, dann ist wohl jeder Let's Player
davon befallen. Und ich habe es. Fraps leckt gerade ein bisschen rum. Jetzt wurde gespeichert. Und ich würde sagen, wir machen hier Pause. Und ich werde nächste Nacht wieder was aufnehmen. Und ja, schreibt mir doch bitte, ob euch das gefällt oder ob ihr auf so eine Art von Spiel überhaupt nicht steht. Also ich bin echt ziemlich scared, muss ich sagen. Aber ich will unbedingt eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht habt ihr ja Ahnung, woran das liegt, dass das Game ab und zu rumspackt mit den FPS vor allem. Oder warum es vielleicht sogar abstürzt. Ne? Also, bis dahin, auf Wiedersehen.